Ich vergesse den Fisch da immer, das ist schrecklich. So. Habe ich schon erklärt, was der Helm bewirkt? Der Helm bewirkt, dass wir durch die Wasserfälle überhaupt durchkommen, ne? Das mal so als zusätzliche Info. Ah. So, wie kommen wir dahin? Die Lösung da drauf ist eigentlich so simpel, wenn man hinguckt. Hier. ich hab's nur durch Zufall entdeckt, also ich bin da auch nicht drauf gekommen. Take the mirror into thy hand, it will reveal the truth of the ruins. There is a hidden. Ja, ja. Gut, das hat uns einen Tipp gegeben für gleich, wofür wir die Flare Guns brauchen. Weil wir sind ja eigentlich, wir sind ja super vorbereitet. Jetzt habe ich die Flare Guns schon. Mit denen müssen wir sparsam umgehen, weil die kosten verdammt viel, wenn wir uns die kaufen. Scheiße. Ach, egal, was soll's. Gehen wir zurück in den Subboss? Weil der ist schon scheiße. Ich will ihn eigentlich erst machen, wenn ich die Axt habe. Die Axt. Ich liebe das Teil. Wie komme ich da oben aber ran? Führt da eine Leiter runter oder wie oder was oder wo? Schwimm doch mal da hoch. Oder muss ich da vorher Wasser ablassen? Geht das überhaupt? Ist nix. Oder muss ich hier irgendwas mit dem Dolch kaputt machen? Nö, hier scheint nichts zu sein. Wir erledigen hier jetzt erstmal was. Ja. Wir wollen ja einen kleinen Fortschritt erzielen. Halten uns hier fest, dass wir nicht auf der Fratze landen. Hat Mulbrook uns denn was zu sagen? Wir sind noch vollkommen, weil zu dem müssen wir öfter, weil da hat, ne, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass wir öfter zu dem müssen, zu dem alten Arsch. Runter, nein, da lang. Da lang ist, denke ich, jetzt das Beste. Wie viel Flare Guns haben wir überhaupt? 20, das reicht locker, um durchzukommen. Hier geht's nämlich noch gar nicht weiter. Geil. Scheiße. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's noch gar nicht weiter. Oh, scheiße. Wir müssen den Boss zuerst machen. Also. Surface. Ein paar Shurikens holen. So, 64 müssten reichen. Gewichte haben wir noch genügend. Flare Guns will ich bei dem Arsch nicht benutzen. Der Dolch bringt mir, glaube ich, eh nichts. Okay, wir müssen den Zwischenboss unbedingt machen. Okay, dann machen wir das einfach. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Münzen. Zu denen sage ich nicht nein. Heilen uns aber vorerst. Zuerst, nicht vorerst. So. Spring in the Sky. Wir speichern. 2 Stunden Spielzeit. Wahnsinn. Scheiße, werden getroffen. Ich könnte ja auch zuerst was erledigen, ne? Nee. Nee, das machen wir dann später. Heilungsfee bist du, ne? Nee, was bist denn du jetzt? Eine Itemfee! Da muss ich Gegner töten. Gegner töten ist immer gut.
Weil die Itemfee bewirkt, dass zum Beispiel ein Gegner mehr Münzen hinterlässt oder ja, Shurikens eben. So, zack. So, der schießt mit Laser nach uns. Da nehme ich doch lieber die Peitsche. Klar. Natürlich. Wir laufen einfach in den Spacko da rein. Heilungsfee wäre jetzt natürlich cooler. Haha, so geht er tatsächlich auch dann. Alter, durch die Itemfee hat er uns Münzen hinterlassen bis zum Abkacken. Alter, wir haben eben über 300 Münzen erhalten. Scheiße, geh mir an den Schwanz, ey. Alter, krass. Krasser Scheiß, Mist, ey. So, da ist das Siegel drin, das erste. Das Origin Seal, das Siegel des Ursprungs. When the waters of the ocean calmed, a new child was born. In pursuit of the sun and the moon, man and woman live, life and death. A small, wingless, chillless child was born. Ja, ich kann es jetzt selbst nicht so ganz übersetzen. Hier brauchen wir es auf jeden Fall noch nicht. Das Siegel brauchen wir hier. Ja. Zack, mach's auf. Lagging. Alter, geiler Scheiß. In den Shop, das ist ein Shop, glaube ich, will ich erstmal reingucken. Ich hab das Messer. Button Mashing. Ja, in den Shop will ich auf jeden Fall reingucken. Könnt ja was Nützliches haben. Hat aber nicht. Das ist jetzt scheiße. Wieso ich jetzt wieder runterspringe, fragt mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein! Im Original bist du noch ein Stück weiter runtergefahren. Das Original habe ich auch gespielt, aber nicht durchgespielt. Sollte man dazu sagen, was macht denn die Aufnahme? Lebt die Aufnahme noch? Die Aufnahme lebt noch. Das ist schön. Ja. So, fahren wir mal weiter hoch. Scheiße. Nein, Quatsch. Wir fahren noch gar nicht weiter hoch. Was will ich denn oben? Auch hier mache ich den Endboss erst später. Ne, du bist keine Bodenplatte. Da oben ist das Antibild drin sein, glaube ich. Ne, Quatsch, das haben wir ja hier schon. Genauso wie im Tempel der Sonne, da haben wir es ja auch schon. Verzeiht mir den Scheiß, den ich laber. Ah, ihr seht schon, das kann man kaputt machen. Wie kommen wir da hin? Das zeige ich euch später, das ist nämlich verdammt gemein. So, wir wollen erst da hin. Oder brauche ich dafür noch ein anderes Siegel? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich dafür noch ein anderes Siegel brauche. Das wäre sehr ärgerlich. Weil das zweite Siegel bekommen wir, wenn wir den Boss hier besiegen. Also bekommen wir so gesehen zwei Siegel in diesem Areal. Aber den Boss hier will ich noch nicht besiegen, weil der eigentlich total scheiße ist. Oh, die Maus im Bild. Na, ganz toll. Hier ist einer der Philosophen. Ja. Das müsste mit diesem Siegel hier machbar. Nein, ich brauche ein anderes. Ich brauche ein anderes Siegel, um das hier zu öffnen. Das ist scheiße. Das ist sehr scheiße. Das ärgert mich jetzt ein bisschen.
Wir gehen zurück. Spring the Sky. Ich will nämlich jetzt sehen, ob ich das eine Podest jetzt schon aktivieren kann mit einem Gewicht. Wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfällt. Nee, geht nicht. Hier fehlt noch irgendwas. Wir müssen hier noch irgendwas anderes machen. Mir fällt gerade nur nicht ein, was. Ah, doch, ich weiß was. Ich weiß, was wir noch tun müssen. Ich hab's eben verpennt. Wir hätten nämlich doch noch weiter hochgemusst. Wo ich eben gesagt habe, nee, lass uns jetzt zurückgehen. Wir hätten natürlich weiter hochgemusst. Klar, ist doch logisch. Wir müssen erst weiter hoch und müssen das Wasser aktivieren. Logisch. Da haben wir hier ein bisschen Fortschritt noch. Wir können vieles erst machen, wenn wir in anderen Arealen Rätsel gelöst haben. So läuft dieses Spiel. Und ich finde, das ist ganz spannend und verdammt gut umgesetzt, dass man da erst Rätsel lösen muss, um in anderen Arealen weiterzukommen, und die Bosse offenbaren dann erst ein Geheimnis. Und mit dem Siegel, das ich jetzt habe, müsste ich aber schon dorthin können, wo ich die Flare-Granaten brauche. Und da kann ich dann schon ein Item ergattern, mit dem ich dann schon in die nächsten Ebenen kann. Scheiße! Nein! Gott sei Dank. So, spring da hoch. Hier. Zack. Da muss ich drauf springen, glaube ich. Verdammt geil gemacht, oder? Ich finde es verdammt geil gemacht. So, da unten steht ein Boot. Das können wir jetzt noch nicht benutzen. So, das Wasser fließt. Das ist schön. Aua. Die Fee, die nehme ich gerade noch mit. Nee, doch nicht. Das habe ich nämlich nicht gewartet. Wäre eine Heilungsfee, glaube ich, gewesen. Man erkennt, welche Fee es ist, an der Art, wie die Sterne sich formen. Was ist hier drin? Der Handschuh. Der hat, glaube ich, bewirkt, dass wir schneller schieben können, oder? Cloth that beef up your upper body strength. Block pushing speed increases. Ja, genau. So, dann haben wir das jetzt auf. Was willst du, alter Mann? The symbol of the key. There are items that look like rocks with Lamulana script on them. They can be used like keys in these here ruins. If you touch a keyhole, or rather sort of a small mural, with the same symbol, it will break. With that you might be... Ja, das war das mit diesen Dingern da eben. Wir haben über 400 Münzen, Alter, ist das geil. Lass mich mal kurz nachdenken, wo muss ich jetzt lang? Wir aktivieren gerade noch schnell das Ankh hier, machen aber noch nicht den Boss. Für den will ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Es ist ja jetzt noch so möglich weiterzukommen. Wir haben ja noch viel zu erledigen. Wir müssen ja auch noch in das Zwillingslabyrinth zurück. Sollte man nicht vergessen. Sollte man wirklich nicht vergessen. So, jetzt müsste das hier aufgehen, richtig? Das hier war, bevor man alles nicht gemacht hat, bevor das Wasser gar nicht fließt, war das hier im originalen Spiel eine Falle. Da konnte man dann nicht mehr raus. Man musste das Spiel neu starten. So. Dann können wir doch auch gleich weiter in den Temple of the Sun. Finde ich. Können wir doch gleich weitergehen. Das passt doch gerade alles so wunderschön zusammen.
Nein. Ah doch, das Siegel kann ich da noch aktivieren, oder? Kann ich das Siegel aktivieren? Ja, kann ich. Dann kann ich hier rein, weil wir würden hier nicht mehr rauskommen. So, jetzt schon. Zack. So, und dann geht's hier rein. Chamber of Extinction. Und ausgerechnet die mag ich nicht. Die Chamber of Extinction. Let the light burn here. Und was machen Flares? Ja! Ah, es wurde etwas aktiviert. Wunderschön. Wunderprächtig. So, die Karte holen wir uns auch gleich hier. Das Licht hält natürlich nicht ewig, ist ja klar. Zack. Hier gibt es auch schon wieder eine neue Subweapon. Zack. Na, na. Die gibt es nämlich hier. Nein! Nein! Ich hätte fliehen sollen. Scheiße! Ich hab's verkackt, Freunde. Ich hab's verkackt. Aber jetzt kann ich ja meiner Theorie nachgehen. Nein. Hier gibt's doch nichts. Scheiße, 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 scheiße. Aber den Handschuh haben wir auch noch nicht. Oh, toll. So, dann aktivieren wir das an, holen uns den Handschuh nochmal. Ich muss noch das Scheißteil hier aktivieren. Alter Kacke. Kacke, bin ich so dumm. Ich sollte öfters quicksafen oder speichern an sich. Jetzt müsst ihr euch das Ganze nochmal angucken oder ich pausiere die. Ich pausiere einfach die Aufnahme. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das alles erledigt habe. Bis gleich. So, Freunde, ganz, ganz kurz, nimmt das auf. Ich habe gerade eben eine Schlüsselfee bekommen. Und diese Schlüsselfee war sehr nett zu mir, denn diese Schlüsselfee bewirkt, hat an diesem Shop etwas verändert. Und da gehen wir doch gerade mal reingucken. Kaufen wir uns das. Rose und Camellia, das brauchen wir für später. So, gut, jetzt haben wir erstmal verdammt viel Geld aus dem Fenster geschmissen, aber das macht gar nichts. Ich hole mir jetzt das ganze Zeug und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wollte das nur kurz zeigen. So, herzlich willkommen zurück in der Chamber of Extinction. Ich muss den wieder gucken, ob es aufnimmt. Symbol Key, Dark, Scheiße, leck mich. So, ich habe alles wieder geholt. So, und die Karte hole ich mir jetzt noch und dann hauen wir auch gleich wieder ab aus der Chamber of Extinction. Oder? Ja, tun wir. Wir verpissen uns jetzt wieder. Aus dem einfachen Grund, dieser komische Miniboss da, oder was das auch immer darstellen soll, nervt. Und, ja, gut, da haben wir das Ding da aktiviert. Da haben wir oft genug dran geschlagen. So, wir können hier wieder raus und das aktiviert das hier. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiges Item. In die Chamber of Extinction müssen wir später noch verdammt oft. Chamber of Extinction ist so eine Art Dreh- und Angelpunkt des Ganzen.
erstmal ein bisschen Geld geholt wieder. So, der Bronzespiegel. Den Bronzespiegel, den müssen wir jetzt an bestimmte Sachen ranhalten, an bestimmte Tore. Und durch diese Tore, die werden freigeschaltet durch den Bronzespiegel, aber die können wir erst betreten, wenn der Boss in der dazugehörigen Welt besiegt wurde. Das heißt, durch dieses Tor, das in dieser Welt ist, können wir noch nicht durch, weil wir hier den Boss noch nicht besiegt haben. Aber ich könnte mal Guild ausrüsten. Aber ich könnte zum Beispiel im Mausoleum der Giganten gibt es so etwas Nettes. Ihr seht da hinten, es öffnet sich. Ja. Schön, oder? Mirror, mirror, it's me. When you find a treasure called the Bronze Mirror. Ja. Wenn wir durch diese Tore treten, kommen wir in eine Alternativwelt zu dieser Welt. Aber bevor wir die hier betreten, heilen wir uns erst nochmal. Ja, wir heilen uns erst nochmal. Zack. Also wir sind doch schon weit gekommen. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich müsste später nochmal Zelda aufnehmen hier, bevor mir da dann noch was fehlt. Später. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ah ja, genau. Wir wollten jetzt hier in das Mausoleum der Giganten. Und wollten dazu die Alternativwelt betreten, in der ich finde, dass sie in der Alternativwelt, die haben da die geilste Mucke. Haben da die geilste Mucke eingebaut. Die Mucke ist so gut. Die Mucke ist so genial gut. Gut. Da wollte ich geil und gut in einem Satz sagen, in einem Wort. Mehr Geld. Dazu sage ich ja auch nicht nein. So, für diese Alternativwelten brauchen wir auch eine andere ROM, wenn wir den Heiligen Gral benutzen wollen. The illusion has no end. The key to eternity rests within. A demon with a weapon brings forth the illusion. A demon that endlessly consumes life. Die Musik, ey, so gut. Diese Steintafel eben hat uns einen kleinen Hinweis gebracht. Zu etwas ganz Schönem. Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, diese scheiß Zauberer. Die nerven. Die nerven. Wo taucht das scheiß Vieh auf? Zack, stirb. So, da können wir aber noch nicht rein. Hoffentlich war es das hier zuerst. Nein. War es nicht. Und das kostet mich jetzt ein bisschen was. Und das will ich nicht. Deswegen resetten wir das Ganze. Das hier ist so eine Stelle, ne? So eine asoziale Scheißstelle. Also wieder zurück in das Mausoleum, auf den Friedhof der Giganten. Die Alternativwelt zum Mausoleum der Giganten. So, wieder ein bisschen Geld. Kann ich ja immer gut gebrauchen. Rechts gehen wir erst später weiter.
Ah ja, was ich sagen wollte, diese Steinplatte hier hat uns etwas über den Schlüssel der Unendlichkeit gesagt. Der Key to Eternity. Wichtig. Und diesen Schlüssel bekommen wir von dem Gegner, der unendlich Leben einsaugt. Und zwar sammelt dieser Gegner, und zwar in diesem Level sehen wir dann Frauen von einer Klippe springen, beziehungsweise von einem Podest. Und diese Frauen landen dann in dem seinen Mund. Und da gibt es ein nettes Rätsel dazu, wo wir dann erst diese Klappen alles verschließen müssen. So, und hier geht's durch. Und somit kommen wir hier zum Speicherpunkt. So. Speichern wir hier erstmal. Haben auch den... Ne, den Quicksave haben wir nicht. Ah, wir sollten aber erst lesen, weil... Wir haben zwar die ROM nicht, noch nicht zumindest, mit der wir dann hierhin zurück können. Jedoch... Behold the graveyard of the giants. It is the resting place for giants overcome by sorrow. So. Dann gehen wir noch gerade mal weiter runter. Wir haben noch viele Podeste zu aktivieren, merke ich gerade. Und noch viele Rätsel zu lösen. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Das da unten ist eine Falle. So, der hat komische Augen, ne? My eyes are not hollowed out holes. Das heißt, wir müssen seine Augen rausschlagen. Zack. Jetzt gucken wir hier längs. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, bin ich. So, das hat diese Steinplatte hier aktiviert. So, diese Platte ist nicht echt. Wir müssen hier etwas ganz Simples machen. Aber da erstmal drauf zu kommen, ist schon irgendwie cool.